Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefield Gothic Armada 2. Und Scheiße, meine Schiffe sind sehr schwach. Ich habe den Zug noch gar nicht beendet. Wir haben ja letztes Mal das hier eingenommen, gegen Necrons gekämpft, war ein bisschen, ja, war kein leichter Sieg, sage ich mal. Also wir haben zwar ein bisschen gewonnen und auch eine leichte Fregatte verloren, aber die haben uns echt gut einen mitgegeben. Was erwartet uns in Rensnor? Die kriegen ja gleich Besuch. Ich würde sagen, wir beenden mal den Zug und dann gucken wir, wo wir angreifen. So. Schiff geschwächt und dann das andere geht geradewegs ins Verderben, ins Chaos. Oh, haben gewonnen. Cool. Das macht es uns ja gleich einfacher. Ich glaube dann, Dringlichkeit. Ah, hier mit eurer Dringlichkeit immer. Wo sind denn meine nächsten Missionen? Na doch, Rensnor. Machen wir doch mal. Well, du machst das nicht. Ein Schiff reicht, wir schicken die Space Marines hin. Jinjar is the mineral heart of the Segmentum Obscurus, feeding the manufactorums of Agrippina and a dozen other sectors. There are few truly colonized planets in this sector, as worlds rich in mineral resource tend towards the inhospitable. The citizens of Jinjar are likely to be slaves or penal workers, living out miserable lives in arid mines or aboard freighters. But for some renegades, there are other options. Rensnor, the last resting place of vessels whose fury once shuddered the stars. A world rich in resource for those in need, and fraught with peril besides. For it is not only sunlight that caresses the planet's surface, but the toxic emissions from a thousand reactors still trapped in decaying orbit. Ja, sieht doch gut aus. Läuft. So, jetzt ist er quasi drüben. Dann können wir auch gleich hier eine Autoschlacht machen. 3-2-1 Überzahl. Ich glaube, keine Chance. Sparen wir unsere Kräfte für was anderes. Nächste Runde nehme ich den einfach mal weg. Dann haben wir dann nämlich Ruhe im Karton. Ganz einfache Kiste. Errichten Sie bla bla bla. Ne, erreichen Sie mit der Fraktion Spire das Rensnor-System. Haben wir ja eigentlich gemacht. Da muss das unbedingt Spire machen. Da muss ich mal erstmal reparieren, Junge. Darum schicke ich den erstmal da nach Agrippina. Ich überlege gerade, wo sind denn überhaupt wieder meine ganzen Flotten verteilt? Da ich jetzt immer mit den Necrons spiele und auch wieder ein paar Tage dazwischen war, muss ich immer erstmal gucken, wie, wo, was war. Das könnte ich eigentlich mal offscreen machen. Ich glaube, ja, wir wollten die upgraden, aber... Und die sollten dann quasi von hinten in... Genau, die sollten hier rüber und dann die Elder von hinten angreifen. Da brauchen wir aber 1000 Punkte. Das sehe ich so noch nicht. Na, ich weiß nicht, ob wir da ein neues Schiff brauchen. Gucken wir mal. Was kriegen wir? Wir kriegen doch bestimmt hier ein, zwei kleinere, nette Schiffe rein. Was haben wir überhaupt? Luna? Warlord-Klasse wäre natürlich echt geil. Hm.
Aber ich glaube, die würde ich erst kaufen, wenn hier eins von den Kreuzern kaputt geht. Aber eigentlich ist es eine doofe Idee. Warte mal. Warte mal. Natürlich ist es ärgerlich, die haben alle Erfahrung. Ne? Das ist alles, was eine Nova-Kanone hat, Nova bleibt. So. Ich hau dich jetzt da mal raus. Auch wenn du jetzt Ansporn hast und so. Ich sag mal tschüss. So, haben wir jetzt genug Geld? Der hat auch Torpedos. Nova. Nova bleibt. Armageddon hat auch... Nee, war das dann... Ach, scheiße. Dann... Warte mal, ich bin blöd. Luna-Klasse ist ein Kreuzer. Was habe ich denn gerade gelöscht? Die Gothic... war ein Gothic-Kreuzer. Und der hat hier schon Mars. Warum hat er hier die Nova-Kanone? Man könnte es jetzt echt übertreiben. Kriege ich da noch eine Mars rein? Oh ja, kriege ich. Oh, geilo. So viel dazu, dass ich das andere Schiff da ein bisschen unterstütze. Dann brauchen wir eigentlich nur etwas mit Aufklärung. Braucht eigentlich nur... Ah, das ist leider ein Tuck zu viel. Nehmen wir hier die Cobra. Ah, ich weiß nicht. Der hat noch einen leichten Makroturm, nichts Besonderes. Aber auch der günstigste ist zu viel. Egal, ich kaufe den so. Scheiß der Hund drauf. Klack, meiner. So, jetzt kannst du da wieder hinspringen. Oder auch nicht. Scheiße, hättest du auch da reparieren können. Dauert hier ein bisschen länger. Den kann ich ja da hinziehen. So, kannst du was gebrauchen? Leichter Kreuzer. Kreuzer. Die nächste Stufe war schwerer Kreuzer, ne? Ein Diktator gehörte aber... Nee, ist auch ein... Nee, warte mal. Ihr könnt eigentlich auch noch was Dickes gebrauchen, aber Agrippina braucht erstmal wieder Punkte, aber hier hätten wir noch was im Angebot. Aber kein Geld mehr, schade. Schade. Aber hier haben wir noch jemanden. Da sehe ich gerade, da tauschen wir mal was. Ein leichter Kreuzer. Hat der Luna. Nova. Das heißt, du wirst der Boss werden. Nein, das war zu viel. Komm mal her. Wo warst du? Ich überlege, ob wir zusammen, ob die beiden mit Nova Action Spezial die 800 Punkte Necrons plätten könnten. Mach mal, ich weiß da was. Diese nächsten Runden, das werden wir hier platt machen. Die holen wir uns. Agrippina wird unser sein. Definitiv. Was haben wir hier noch? So, was können wir hier machen? Werft. Ja, wir können hier noch einen Konstruktionspunkt rausholen. Machen wir. 66 Punkte. Ja, mehr haben wir nicht. Komm, machen wir. Scheiß, mein Kaffee ist alle. Ah, nichts zum Sippeln hier. Schlecht vorbereitet. Macht's noch einfacher. Kann mich nicht beklagen. Also die Necrons wollen da nicht leben. Oder überleben. Ah, rennt's nur. So, wir sind am Zug. Sollte ich da warten, zwei Runden? Ah, ich bin mir jetzt nicht so sicher.
800 Punkte, 1000, 1000 gegen... Ah, ich bin mir da gerade nicht so sicher. Wenn der hier hinspringt, haben wir ein noch leichteres Spiel. Aber sind wir zwei Runden warten? Ich habe keinen Bock zu warten, komm. Also ich würde normalerweise warten, aber da ihr zuseht und ihr habt bestimmt keinen Bock habt, hier jetzt einfach zwei Runden zuzuschauen, dann wollen wir Action. Ja, einen leichten Vorteil haben wir. Dass man nicht sehen kann, was für Schiffe die haben. Das wäre dufte. Wenn ich sehe, dass die jetzt hier jeder einen dicken Kreuzer haben, dann ziehe ich mich zurück, aber komm. Rückzugsoption, was Position 4. Manchmal ist es besser, den Feind entkommen zu lassen und sich schneller einem neuen Ziel zu widmen. Zerstörung ist ein Mittel, kein Zweck. Naja, ich weiß nicht. Ich hasse es manchmal gerade beim Chaos, wenn die großen Schiffe, wenn die zwar gerade nicht mehr so meutern, ich baller lieber drauf, weil die würsten wie die Pest nicht los, habe ich das Gefühl. Bei Tyranniden kann man es machen, wenn die da will. Aber bei den Chaos-Schiffen bin ich der Meinung, nee. Da musst du weiter drauf brezeln, bis das Schiff kaputt ist. So. Nova. Nova 1. Du bist doof. Nova 2. Nova 3. Ja. Ich freue mich. Drei Nova-Dinger. Das wird schön. Das wird schön. Ich habe meinen Spaß. Doof ist jetzt echt, dass das ein Anführerschiff keine Nova hat. Na egal. So, wir machen jetzt hier ein bisschen tricky und versuchen mal ein bisschen unsere kleinen Schiffe aufzutrennen. Ich sag mal Pause. So, hol dir den Punkt. Mach eine Schleichfahrt. Hol dir den. Und hier hinten war noch einer. Ach, das ist der. Hol dir den. Schleichfahrt. Du, mein Freund, kannst gleich mal Gas geben. Nee, du sollst Gas geben. Entschuldigung. So, ihr seid die Eins. Einmal nach vorne. Normal. Schleichfahrt. Your orders? Na, die Nova-Kanonen hebe ich mir für den Feind auf. Aber der muss ein bisschen vor, finde ich. Also. Ich will, dass der das ganze Feuer abkriegt und die Nova-Kanonen dann die Ziele wegbratzen kann. Du darfst frontal schießen. Ihr drei dürft auch frontal schießen, wann ihr wollt. Wo ihr wollt. Der ist noch auf Reise. The enemy has seized a strategic area. So. Eins. Brauchen wir ein paar Abfangjäger. Fury Interceptors in flight. Kommen in den Punkte ein, damit wir da mal weiterkommen. Enemy sighted. You have seized a strategic area. So. Schnell ran da. Energie. Ich will ja Feinde aufklären, verdammt. Da haben wir es nämlich. Machine Spirit appeased. So, ich brauche. Enemy sighted. Fliegen sie rein? Okay, du kannst zurück. Und du auch, mein Freund. Ah, scheiße. To serve the Omnisire. So. Einen hatten wir noch, ne?
to serve the Omnisire? Nein! Ich hab ihn geopfert! Scheiße! Okay. Feuer. Ah, den hat's zerlegt. Ich mach mal hier. Der braucht Unterstützung, nicht dass ich den nächsten gleich verliere. So. Our borders have caused internal damage. Boarding teams have crippled the enemy. Er hält das aus, ne? Da hinten steckt auch noch eine Sackratte. The enemy has seized a strategic area. Enemy sighted. Ship ready. So, mal gucken, ob er in die Bombe reinfährt. Und gesprungen ist er ja, glaube ich, gerade. Gut, haben wir das. We wait your command. We serve. Okay, seitlich feuern. Ui, was ist denn da passiert? Warum lade ich? Das ist gerade so blöd. Odds of survival falling. We serve. We serve. So, Punkte einholen. Ich schieße jetzt auf. Naja. Zack. Und die meutern. Na gut. Er fliegt aber raus. Er fliegt aber raus. Warum? Ah, das war zu weit vorne. Scheiße. The enemy has accumulated 25% of strategic points. We wait your command. Schick mal abfangen, Jäger hin. Enemy sighted. Torpedos kann keiner von euch, ne? Ah, zieh dich zurück. Wo ist? Engaging. Utter the canticles of battle. Flucht, ja, es ist gut. Nee, nimm den Punkt da mal ein, ist besser. Ship ready. Coordinates acknowledged. State your order. Aye, Admiral. So, einmal Spaß. You have accumulated 25% of strategic points. Machine spirit appeased. Understood. Oh. Wer kommt denn da, wenn wir den auf den Sack haben? You have seized a strategic area. To serve the Omnisire. Reporting successful boarding action. You have seized a strategic area. Alter. We wait your command. Starhawks loaded and sent. Your orders? Ah, hol den Punkt da. Den haben wir. Ship ready. Frontbewaffnung, Feuer. Kann ich da irgendwie näher ran? Ah, komm. For the Emperor. We are ready to serve. We serve.
Ah, die führen die Schweine. Ship ready. Lass mich schneller nachladen. Your orders? Nein, da fliegt er nicht rein. Enemy defense platform destroyed. Rouse the engines. Your orders? Targeting enemy vessel. Changing course. So, machen wir nochmal Nova Spaß hier. Aye, Admiral. Oh, der hat sich teleportiert, dieser gerade. Scheiße. Einmal umsonst wieder Nova gespielt. Ah, vielleicht kriegen wir den noch. Starhawks loaded and sent. So, Reparatur. Initiate emergency repairs. The enemy has accumulated 50% of strategic points. You have accumulated 50% of strategic points. Aye, Admiral. You have seized a strategic area. Weißt du gar nicht, auf welchen du zuerst schießen sollst, verdammte Scheiße. Receiving your order. Nee, hier dreh dich nochmal. Thruster routines active. Ship ready. Hier schießt auf den. Und du verfolgst den. Target locked in. Ah, ein bisschen. Understood. Nee, ein bisschen mehr. Coordinates acknowledged. Oh, dreh ich mal ein bisschen schneller. Engaging. Ein nur scheißen Dreck. We serve. So, du hast noch Nova Spaß, den will man, wollen wir nutzen. Aye, Admiral. Damage teams, begin repairs now. We serve. So, Nova Spaß ist defekt. Scheißen Dreck. Holy Omnisire, heal thy wounded servant. Huh. We wait your command. Ey, das gibt's doch nicht. Können die mal verrecken, verdammte Scheiße? Starhawks loaded and sent. Your orders? Starhawks loaded and sent. Aye, Admiral. Blitzschlag. Ach, der ist nicht drin. Enemy ship crippled by the lightning strike. To serve the Omnisire. Target on screens. Begin rearmament. Ship ready. Auf den da schießen bitte. Ah, das Geschütz, aber zieht sich zurück. Accumulated 75% of strategic points. For the Emperor. Shark assault boats on their way. So, jetzt wird er doppelt. Es kommt da doppelt Nova. Wenn der nicht abhaut, ist er halt hin. You are close to victory by strategic points. The enemy is strategic areas. Habe ich euch nicht schon gesagt, ich liebe die Nova-Kanonen. Ich liebe sie. We serve.
Setting course. Targeting enemy vessel. All ahead, full. Maximum burn. Course engaged. Na komm, da jag ich mal ein paar Torpedos ran. We are ready to mal halt, nicht, dass du noch reinfliegst. Schnauze voll auf den Dreckspunkt. Zack. Tschüss. Underway. So einfach geht das. Changing course. Sieg war doch schwerer als erwartet. Ich hätte es ich dachte eigentlich, die machen uns das Leben leichter. Wir sind aber viele Schiffe entkommen von den Necrons, ne? Ich glaube 2 oder 3 und die haben 3 oder so Fregatten von uns platt gemacht. Also, naja, die tun jetzt nicht so dolle weh, ne? Aber das ist auch ärgerlich, wenn die sterben, weil die kriegen natürlich Erfahrungspunkte und somit bessere Fähigkeiten. Das ist halt so ein bisschen das Unschöne. 3 Stück. Aber vielleicht kriegen wir dann halt mal vielleicht ein größeres Schiff. Ein SK-Klasse hier für die Adeptus Mechanicus, wenn wir hier schon ein bisschen Platz haben. Aber ich sag euch, die Sinova-Kanonen sind der Hit. Ich finde sie einfach geil. So. Das ist doch super. Jetzt überlegen wir mal. Das sind wie viele Punkte da? Ich kann es gerade nicht sehen. 200. Machen wir 200. Machen wir da 400 raus. 1000 Punkte. Hm. Jetzt braucht er erstmal wieder richtig deftige Reparatur. Könnte man die auch noch gleich platt machen? Dann war's das. Der zum Beispiel hat noch keine größere Klasse. Der auch noch nicht. Nee, ich lasse das erstmal. Ich lasse die so. Ich brauche die gar nicht umbauen. Der muss nur reparieren. Der auch, der kriegt vielleicht, der braucht kein kleines Schiff. Aber wenn wir 1500 Punkten da angreifen, ist der Schicht im Schacht. Definitiv. Hat der Nova? Hat der eine Nova-Kanone? Jetzt lad er nicht so lange. Der hat eine Nova. Ach geil. Hat der auch eine Nova? Ach geil. Schön. Dann greifen wir nachher mit 4, 5 Schiffen an, die alle Nova-Kanonen haben. Genau das Richtige für diese dreckigen Eldari mit ihren flinken Schiffen. Einfach geil. So, wir hatten im Kardia-Sektor. So, jetzt müssen wir euch mal ein bisschen hier, ne? Kannst ja. Ah ja, wir hatten Locke nicht bekommen. Ah. Das ärgert mich immer noch, dass ich Locke nicht bekommen habe. Ich fand diesen Typen einfach geil. Das Bild mit einem Typ mit der Glatze und keine Haare auf dem Kopf. Das ist einfach Locke. Ist halt so. Es ist wie ein Gesetz in der Physik oder so. Keine Ahnung. Das ist einfach Locke. So. Kardia. Ich bin mal auf die Panzerkreuzer oder Panzerschiffe. Panzerkreuzer heißen die, okay. Gespannt. Die sehen ja noch fetter aus. Haben aber keine Nova-Kanone. Bin enttäuscht. Ich glaube, die Panzerschiffe sind auch auf. Die haben keine Bugwaffe, also nicht keine Waffe vorne, sondern eher sehr viele Waffen in einer Seite und halten auch mehr aus und haben auch mehr Waffentürme. Ich glaube, geil wären erst die hier, diese super Schlachtschiffe. Was hat denn der hier? Plasma, Makro, Lanzen, Torpedowerfer. Ist jetzt nicht so super. Was ist denn der teuerste hier? Der Emperor. Auch der hat keine Nova-Kanone. Hm. Aber trotzdem, der hat natürlich hier bessere Reichweite, haben wir schon ein bisschen verbessert.
Der hat natürlich 18 Türme statt hier so einer hier mit 12. Deutlich mehr Punkte an Hülle und wahrscheinlich mehr Truppen und. Dafür werden die wahrscheinlich langsamer sein. Nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt hier ein anderes Schiff und ihr werdet es nicht, ihr werdet es bestimmt ahnen. Ja, ich habe mit Torpedos, weiß ich nicht. Wir sind nicht schlecht am Anfang gewesen, aber mittlerweile stehe ich voll und ganz auf Makrokanonen. So, das heißt, der nimmt dann das Schiff und dann brauchen wir die Feind. Eigentlich hätte man noch was aus dieser Sektor gebraucht, finde ich. Irgendeine Ballerbude. Da muss jetzt Lanzenbatterie, Makrobatterie. Irgendwas, was wir in den Nahkampf schicken können. Ach, der Dominator hat hier auch eine Nova-Kanone gehabt. Und wir kriegen einen Diktator. Jetzt sind wir minimal zu viel. Schmeiß mal das Schiff raus. Oder ist das... Warte mal. Ich nehme das raus. Das sind die normale Dauntless Defined. Würmer sind gleich, da ändert sich. Bugpanzerung ist hier besser. Hier gar nicht. Bei der Dauntless. Komm, ich hau die weg. Zack. Jetzt sind wir wieder im Rhein. Jetzt haben wir sogar noch Platz vielleicht für was Kleines. Haben wir überhaupt noch Geld? Boah, passt bestimmt schon. Hier so ein, zwei Schiffe, die müssen Aufklärung machen. Bestätigen. Und schwuppdiwupp haben wir hier was Dickes, Schönes stehen. Wart mal, was hier langsam mal, das muss eh erstmal da hinten hinkommen. Bis dahin ist Weihnachten. Das ist so schön mit den Necrons. Da kommt man so gut voran mit den Schiffen. Daran kann man sich echt gewöhnen. Also ich finde irgendwie, dafür haben die weniger Schiffe, weniger Abwechslung, aber... kommen hier in diesen ganzen Sektoren perfekt zurecht. Ach, scheiße, das haben wir vergessen. Jubal hätten wir uns auch noch schnappen können. Fuck. Da ist doch hier der von den Imperial Fists. Der ist doch dort vor Ort. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich wollte schon Lanza sagen. Lanza ist aber was anderes. Oh, wie hieß denn der? Wartet mal. Das machen wir gleich als erstes und vergesse ich das wieder. Lanza, was ist das für ein Scheiß, ey. Lanza. Lysander! Knapp daneben ist auch vorbei. So, springen wir gleich hin. Komm her. Space Marines. Zack. Und einmal Nightlords töten. Zack. Kein Problem für die Imperial Fists. Zack, weg. Tschüss. Zurück in euer Mahlstrom oder wo immer ihr herkommt. Wäre auch schön, wenn die das jetzt da erobern. Dann kann Lysander gleich hier weitermachen. So. Wir haben noch 400 paar zerquetschte an Punkten. Wie viel Konstruktionspunkte? 4. Und dann haben wir hier, ja klar, die habe ich hier auch noch.
Ach, jetzt komme ich da auch nicht auf den Namen. Ich muss mal mehr Quasselwasser oder so. Mensch, wie kann ich den Space Wolf vergessen? Oh. So, hier muss ich auch mal gucken. Das ist auch krass, ne? Die haben hier lange Zeit hier keine schweren Kreuzer oder Panzerkreuzer. Erst hier super Schlachtschiffe oder Schlachtschiffe haben die wieder. Natürlich auch wieder keine Lanzenwaffe, ne? Also hier keine Nova. Das ist traurig. Ja, darum fliegen wahrscheinlich die Space Marines immer im Verbund mit der imperialen Armee oder mit den Leuten zusammen halt, wenn man so die Bücher liest oder so. Die sind ja meistens nie alleine. Tja, was nehmen wir? Schwere Lanzenartillerie. Ja, Landebucht oder Torpedos. Was hat denn der Vanguard? Der hat schon was zum Fliegen. Oh, könnte es ja auch zusammen kombinieren, dass es halt mehrere Bomber gibt, aber... Komm. Ach komm, nehmen wir den jetzt hier. Schickt man eine Armee von Bomber auf die Schiffe. Wird bestimmt spaßig. Hätten aber hier auch noch Geld für. Er hat auch noch ein Geschwader. Und habe ich schon genommen. Na gut, machen wir so. Dann haben wir drei Schiffe. Quasi. drei Schiffe, wo wir ja, Jagdgeschwader losschicken können. Vielleicht ist das ja gar nicht doof. Habe ich noch gar nicht getestet. So, der Dicke hier. Das muss das Anführerschiff werden. Eigentlich, wenn man so guckt, ne? Hier dicke Wumme. Da dicke Wumme. Vorne hier dicke Wumme. Das muss doch übelst krass sein, dass der Teil hier. Landebucht. Ja. Ich bin mal gespannt, ob GW macht ja sowieso gerade viele ihre Produkte, ändern sehr, ob die mal irgendwann es mal schaffen, das wieder aufs Brettspiel zu bringen, diese ganzen Raumschiffe. Und ob sie es schaffen, das würde ich, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, das Design, ich finde es immer schwach, wenn man einen Typ hat vom Schiff, was vielleicht gut aussieht, aber das bei anderen Typen anwendet. So wie bei den TIE Fightern bei Star Wars. Wenn man die ganzen Jäger anguckt, die haben irgendwie, sehen die alle aus wie ein TIE Fighter. Sind immer ein bisschen anders, haben mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, diese Seitenteile. Aber ich finde das so ein bisschen schade. Wenn das ein bisschen mehr abwechslungsreich ist, finde ich eigentlich geil. Und dasselbe haben wir ja bei den Space Marines ja auch. Die Schiffe sind ja alle ein bisschen ähnlich. Und ich weiß nicht, ob sich GW mal trauen würde, das Schiffsdesign zu ändern. Weiß ich nicht, ob sich das trauen. Ich würde es begrüßen. Aber wie gesagt, ist eine Geschmackssache. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ihr das Design mal mögt oder nicht mögt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Vielleicht liegt es ja auch nur an mir, dass ich vielleicht eine Geschmacksverirrung habe. So, wollen wir noch ganz schnell... Ach, das Video wird zu lang. Ich will jetzt noch diese Typen da töten. So. Ah, ich habe kein Geld mehr. Verdammte Scheiße. Ah. Gut, dann machen wir so. Nächstes Mal holen wir uns dann noch die Eldari. Und dann sollte Agrippina endlich unser sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal ein Like da oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.